Hallo zusammen. Heute in diesem Video geht es um die Akkuproblematik des Samsung Galaxy S10e. Beim Release des Samsung Galaxy S10e war ja der größte Kritikpunkt, dass die Akkulaufzeit des Handys eher mäßig ist, sprich man kommt so über den Tag. Ich nutze das Samsung Galaxy S10e inzwischen seit ungefähr einem Jahr. Ich habe es im Mai gekauft, also 10 Monate. Und ich wollte jetzt mal ein Feedback dazu geben, beziehungsweise ein kleines Review, speziell meine Meinung. Das ist kein Werbevideo. Ich bin aber der Meinung, es hat sich einiges geändert bei dieser Problematik und ich finde keine Videos dazu. Deshalb wollte ich dazu einfach mal aufklären. Viel Spaß! Der aktuelle Stand war vom Samsung Galaxy S10e war, dass der Akku eben recht mäßig war beim Release des Smartphones. Meine Erfahrung war so circa zwischen 4 und 4,5 Stunden Screen On Time, sprich Zeit, in der man das Handy benutzt. Im Alltag war es so, mit mobilen Daten an, ab und zu GPS an und ungefähr auch zwischen 3 und 4 Stunden Screen On Time kam ich am Ende des Tages so auf zwischen 10 und 15 bis 20%. Über mehr als einen Tag war bei wirklicher Benutzung eher schwierig, aber der Tag war auf jeden Fall bei meinem Nutzungsverhalten drin. Allerdings hat sich das inzwischen geändert. Gegen Dezember, Anfang, ja, Ende Dezember, Anfang Januar kam das neue Android 10 Update fürs Galaxy S10e. Ich nehme an, beim S10 und beim S10 Plus wird das ziemlich ähnlich ausgesehen haben. Und seit diesem Update hat sich die Akkulaufzeit enorm verbessert. Es war eigentlich nur ein kleines Update, die Gestensteuerung war anders, ein bisschen Kleinigkeiten im Menü haben sich verändert von der Bedienung her, aber alles Nuancen, in meinen Augen ein gelungenes Update. Aber was aufgefallen ist, ist, dass die Akkulaufzeit wirklich länger geworden ist, merkbar länger. Inzwischen hat man bei Nutzung mit GPS und mobilen Daten, zumindest ich, mindestens 5 Stunden Screen-On-Time-Nutzung und im normalen Alltag, wenn ich jetzt ohne großartig GPS rumlaufe und ein bisschen mobile Daten anhabe. Ich bin meistens einfach in WLANs drin. Trotzdem 6 Stunden Screen On Time und ich habe auch schon 6,5 Stunden Screen On Time gehabt. Und das ist in meinen Augen schon ziemlich ordentlich. Es kommt klar nicht an die aktuellen iPhone 11 Pros ran, die scheinbar noch wesentlich mehr schaffen oder andere Akkubomber. Aber ich finde doch, das kann sich sehen lassen und sollte auch inzwischen kein Argument mehr gegen einen Kauf sein. So, nun zum Abschluss noch meine generelle Meinung zum Samsung Galaxy S10e. Es ist ein sehr schönes Gerät. Es war ja ein High-End- oder Oberklasse-Gerät letztes Jahr. Und generell kann man sagen, die Fotos sind wirklich sehr schön. Der Nachtmodus ist in Ordnung. Beides kann natürlich nicht mit meiner Sony-Kamera mithalten, also meiner Systemkamera. Aber das ist auch eine ganz andere Preisklasse und man kann einen kleinen Handysensor nicht mit einem großen Systemkamerasensor vergleichen. Ansonsten kann man noch sagen, es hat ein super flüssiges Bedientempo, jetzt auch noch nach einem Jahr. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, mit Android 10 ist alles besser geworden. Und was auch ein sehr nettes Feature ist, ist die IP-Zertifizierung, sodass es wasser- und staubgeschützt ist. So konnte ich es schon testen und habe es einfach mal ins Wasser gehalten vom Aquarium. Das hat das problemlos überstanden. Es hat lediglich angezeigt, dass die Ladebuchse nass ist und es quasi momentan nicht geladen werden kann. Über Wireless Charging hat allerdings funktioniert. Ich würde es aber nicht empfehlen, nicht, dass irgendwas passieren sollte. Was außerdem noch hervorzuheben ist, ist, dass das Smartphone wirklich gute Lautsprecher hat. Ich komme ja vom Samsung Galaxy S6, die Lautsprecher waren in Ordnung, meine iPad-Lautsprecher sind in Ordnung, wobei das iPad auch schon 7 Jahre alt ist. Aber als ich die Samsung-Lautsprecher zum ersten Mal angeschaltet habe, war ich einfach überwältigt. Also speziell mit so Liedern wie zum Beispiel Hello von Adele haut es einen schon richtig um. Also bin ich sehr positiv überrascht von diesem Smartphone. Was nun in 2020 für viele Personen bestimmt noch relevant ist, ist die Frage, lohnt sich denn der Kauf eines Samsung Galaxy S10 noch oder S10e? In meinen Augen definitiv ja. Es gibt kleine Verbesserungen bei der Kamera. Wenn man Videos anschaut, hat sich vor allem der Zoom verbessert. Den hat das S10e sowieso nicht, die Zoomlinse. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen, aber es ist nicht so ein großer Unterschied.
Ich habe die S20-Serie nur im Geschäft in der Hand gehabt und ich muss sagen, wäre ich jetzt in der Lage, in der ich mir ein neues Smartphone kaufen müsste, würde ich zum S10 greifen. Man kriegt das S10 inzwischen 300 € günstiger als das S20 und im Endeffekt macht man nur kleine Einbußen bei der Kamera, die allerdings laut YouTube-Vergleichsvideos nicht allzu groß ausfallen. Und natürlich ist der Akku größer beim S20, aber ich finde, also wenn beim S10 die Akkulaufzeit so aussieht wie beim S10e, wird die auch top in Ordnung sein. Das Einzige, was man argumentieren könnte, ist, dass das S20 ein Jahr mehr Updates kriegt. Aber gut, das S10 wird auch noch ein Jahr Android-Updates voraussichtlich bekommen und ich schätze mal 2 bis 3 Jahre Sicherheitsupdates, wenn ich es mit meinem S6 vergleiche. Von daher würde ich auch jetzt noch das S10 empfehlen können, beziehungsweise das S10e, wenn man ein paar hundert Euro sparen möchte. So, das war es jetzt auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen bei der Entscheidung, ob man sich ein S10 noch kaufen soll in 2020. Ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.